Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Er hat Martin Lauda. Ich darf Ihnen ein Vorführer-E-Bike vorstellen, ein E-Klapprad, unser Vitali Tour. Die Vitalis habe ich selbst entwickelt, schon 2008 haben wir die ersten verkauft. Also weit noch vor dem Wettbewerb, der dann später erkannt hat, wie genial eigentlich E-Klappräder sind. Das Konzept von damals ist nach wie vor das gleiche. Wir setzen auf einen Frontantrieb in Verbindung mit dem Hinterrad, wo man reintritt, hat man nämlich einen Allradantrieb und damit ist man sehr gut auch auf schlechten Wegen unterwegs oder bei Schnee selbst kann man damit sehr vorzüglich fahren. Der Frontantrieb wurde von uns immer weiterentwickelt. Also früher sind die durchgerutscht, macht er heute nicht mehr. Die Ansteuerung ist wesentlich sanfter geworden und. Also wir haben sehr viel Entwicklungsarbeit geleistet. Die Reichweite ist auch enorm. In Verbindung mit unterschiedlichen Akkus, die man hier praktisch in den Gepäckträger reinschieben kann, kann man bis zu 100 Kilometer erzielen, ohne nachzuladen. Also wäre es mir auch, meistens nach 60, 70 Kilometer reicht es mir auch, denn vor lauter Gucken wird man ja dann auch müde. Mit dem Vitali Tour, Name ist Programm, kann man große Touren unternehmen. Also ich habe schon mehr Tagestouren gemacht mit viel Gepäck drauf und mit der Frau, also man übernimmt dann als Mann gerne auch Gepäckstücke von seiner Frau. Man braucht ja nicht so viel. Achtgangschaltung mit Rücktrittbremse. Wahlweise können wir es auch zum Teil mit einem Freilauf anbieten. Sagen Sie es einfach, ob Sie es brauchen. Die Vitali Tour sind mit einem geraden Rahmen ausgestattet, wo man die Kabel hier verdeckt und entlang führen. Vielleicht ist es schöner, ich weiß es nicht. Manche haben sich das so gewünscht. Wir haben hier die Bedienung vom Antrieb. Das geht einmal über einen Tempomat mit 6 Geschwindigkeitsstufen und aber auch einem Drehgriff. Wenn Sie auf einer Geschwindigkeitsstufe fahren, dann können Sie quasi wie im Auto, ne, Sie fahren da mit Tempomat und geben Gas zum Überholen, so können Sie das dann hier da genauso machen. Tschack, und dann überholen Sie und lassen einfach wieder los. Oder zum Beschleunigen. Oder Sie fahren nur mit dem Booster hier in der Stadt zum Beispiel, da sind Sie sehr flexibel. Oder als Anfahrhilfe am Berg und wo auch immer. Ja, also äußerst stabil, sehr sicher, auch bei hoher Geschwindigkeit zu fahren. Es ist leicht, ein wirklich leichtes Klapprad, ein elektrisches. Wir haben so etwa 19,5 Kilo ohne Akku. Den Akku nimmt man ja raus beim Verladen und Hochheben. Ansonsten so zwischen 22 und 23 Kilo haben wir. Es gibt sehr viel Zubehör, Federn für den Sattel zum Beispiel oder Taschen oder Körble. Ja, ansonsten aber ist es wichtig, dass man es einfach mal fährt und überzeugt ist. Wir haben schon viele Tausend von den Vitalis verkauft. Und nach wie vor ist es ein Klassiker unter den ganzen Elektroklapprädern. Unverwüstlich. Sehr günstig in den Unterhaltkosten. Es geht fast nichts kaputt, es verschleißt fast nichts. Also man kann selber noch Hand anlegen, so wie man das früher gelernt hat. Ja, also, wenn Sie Interesse haben dran, gucken Sie einfach weiter auf die Internetseite. Melden Sie sich bei uns, machen wir eine Probefahrt. Oder wenn Sie so überzeugt sind, bestellen Sie es einfach. Tschüss, Ihr Erhard Ott. Wir freuen uns auf Sie.